Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Mit diesem Wort aus dem ersten Buch Mose, vom Ende des ersten Schöpfungsberichtes, grüße ich Sie ganz herzlich heute aus dem Pfarrgarten in Annaburg, im Hintergrund die Annaburger Kirche. Dieses Wort steht am Ende des Schöpfungsberichtes, in dem Gott diese Erde erschuf in 7 Tagen. Und am Ende dann sah er alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es geht also um Gottes gute Schöpfung, um sein Werk, Lebensraum für Flora und Fauna. In diesen Sommerwochen genießen viele Menschen im Urlaub die Natur. Auch wenn es in diesem Jahr vielleicht nicht so weit weggeht wie sonst üblich. Manche lieben das Wasser, andere zieht es in die Berge. Frische Luft lässt die Seele zur Ruhe kommen, weitet die Gedanken, bringt Erholung. Zum Glück hat Gott alles weise geordnet. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Doch die Bilder in den Medien führen uns in diesen Tagen auch wieder vor Augen, Gottes gute Schöpfung ist bedroht. Und wenn sie es ist, so leiden darunter alle Geschöpfe auf Erden. Und uns wird wiederum schmerzlich bewusst, gegen die Macht der Natur können wir uns nicht wehren. Da gibt es letztlich kein Entrinnen. Wir, der Mensch, wir beherrschen die Natur nicht, die Natur beherrscht uns. Und schnell merken wir auch, wie abhängig wir sind. Schnell werden dann die Rufe laut nach mehr Klimaschutz. Die Politik, die Regierung muss mehr machen. Das ist sicher wahr, doch letztlich ist hier jeder Einzelne von uns gefragt. Umweltschutz beginnt im Kleinen, in jedem achtlos weggeworfenen, in jedem unbedacht verbrauchten. Wir alle stehen in der Verantwortung für Gottes Schöpfung, für die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, sie zu bewahren und zu bebauen. Es gibt keinen Plan B. Wir hier zwischen Elbe und Elster wissen doch sehr gut, was solche Katastrophen anrichten. Wir alle haben es 2002 und 2013 am eigenen Leibe erlebt. Viele Hochwassermarken an privaten und öffentlichen Gebäuden, an Kirchen und Friedhöfen zeugen von dem, was wir auch erlebt haben. Nun stehen wieder vor allem im Rheinland, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch bei unseren europäischen Nachbarn in Belgien und den Niederlanden, Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Wir trauern um Menschen und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Wir bewundern die Rettungskräfte für ihren Einsatz, ihren Mut, ihre Kraft. Peu à peu greift ein großartiges Hilfsgefüge aus ganz Deutschland. Unser Gruß geht heute in besonderer Weise an die Betroffenen. Wir denken an euch und wir beten für euch. Lassen Sie uns gemeinsam alle Kraft darauf verwenden, dass am Ende wieder gilt: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.